So, zack. Der Angriffsspeed ist nicht in Ordnung, aber der Damage stimmt schon mal auf jeden Fall. Mal kurz die nächste Karotte reinwerfen. Mal ein bisschen Energie hab. Dankeschön. Ja, mal auf die 45 noch kommen. Mal schauen, gibt's hier irgendwas? Außer Schleim, den ich verprügeln kann. Nee. Scheinbar nicht so wirklich. Okay. Ist aber schon ganz schön hier unten, muss ich sagen. Gefällt mir. So, dann gehe ich mal kurz in die Adventurer-Gilde. Und, verkauft da mal das Schwert. Good evening. Good evening. Auf die Uhr geguckt, Junge. So, und jetzt muss ich noch Kaffee kaufen gehen. I need coffee. Aber ey, das kann ich auch morgen. Ja. Nee, wir machen das jetzt noch. Ah, verdammt. Oh Gott, ich wollte schon die ganze Zeit gucken. Robins Preis und jetzt. Ich vergesse das immer wieder. Okay, sie steht ja noch. Sehr schön. Construct Bar Farm Buildings. Okay, das kostet 4000 Gold, 300 Wood und Stone. Das ist 4 Koop. 4 Bahn. Ein Brunnen. Ein Silo. Okay, also 300 Holz und ein Stein. Ja, gut. Das kann man machen, denke ich. Kriegt man hin, ne? Kriegt man hin, Robert. Kriegt man hin. Okay. Werden wir uns dann holen, sobald unsere erste Ernte gesät, also geblüht hat. Und wir ein bisschen Money in der Tasche haben. Weil von dem Geld, was ich jetzt habe, will ich einfach noch die Spitzhacke verbessern. Und Saat, auf jeden Fall Saat kaufen, weil Saat muss sein. Saat ist das Leben. Ah, oh, Maru! Eigentlich ganz praktisch, dass du da unten rumgammelst. Dann kann ich hier mal einen Erdkristall an den Kopf werfen. Hier bitte schön, meine Liebe. Das ist super geil, thank you. Ja, das ist absolutely. Do you have fun working on the farm? Yeah. Well, that's good, isn't it? Ja, I think. Gut. Ich hab jetzt mal auf Leiden geklickt. Ist ja doof gekommen. So, Kaffee. Ich kaufe mal 10 Stück. Das hat jetzt ein ordentliches Loch in meine Geldbörse gerissen. Aber ich hoffe, es ist für einen guten Zweck. Huch! Renn mich doch über den Haufen, Alte! Renn mich doch über den Haufen! Okay, der Doktor ist. Wo ist denn der Doktor? Dieser scheiß Doktor, ganz ehrlich. So. Kaffee. Hier haben sie Kaffee. Oh, sein Dings hat sich verändert. 2 von 10. Ach, man kann das gucken, wenn man. Na gut, da hätte ich auch eher drauf gucken können. So, die müsste zu sein, genau. Aber wo hält der sich danach auf? Oh, da ist er ja. Herr Doktor! It's for me! This is my favorite stuff. Hä? Wieso nur 1 von 10? Verstehe ich nicht. Sie hat 0 von 10. Verständlicherweise. Er ist ein Topaz. For me, thank you. Hä? Oh wait, muss ich den 10-mal was geschenkt haben, damit das steigt? Oh, holy shit. Das ist eine Menge Arbeit. Also wenn man den jetzt 10-mal was schenken muss, damit da Fortschritt zu sehen ist, ja dann aber Halleluja. Oh, ich hab Buch gefunden, cool.
You found the last book. Yeah, I am the last book finder. I'm on my way. I'm Batman. Wenn man das echt 10-mal... Boah, das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Komm, ich verkaufe das jetzt mal. So. So, gut. Ich mache den Glibber jetzt... Ich mache mal jetzt Folgendes. Ich werde mir mal kurz eine weitere Truhe craften. Und dann werde ich mal kurz ein bisschen aufräumen. Ich werde die Truhe jetzt mal da hinsetzen. Dahin. Und dann werde ich mal kurz hier Dings reinpacken. Dann gibt's Kram hier, Glibber und so ein Stück. So, das darüber. Sowas halt alles. Ne, das kann hier. Ja, das kommt auch rüber. So, das, der ganze Kram bleibt halt unter sich. Und das kommt jetzt halt hier rein, wobei das Holz wieder rüber geht. Aber halt dieser ganze Kram hier bleibt jetzt halt mal da drin. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. So. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich wollte irgendwas einschmelzen. Ach ja, Kopper, genau. Da war ja was. Mit Kopper schmelzen und dann gehen wir doch noch mal etwas angeln. Kurz, ein bisschen. Adjust a little bit, angeln. Zack, zack, zack. Ein bisschen Unkraut jäten hier. Mann, 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 da ist ein Froschi. Ich mag immer noch Frische. Ich mag Frische. Frische sind cool. Machen wir hier immer. Huch, falsch. Chuck Norris Roundhouse Catching. So. Fischen wir. Fischen wir uns ein paar Fische. Hoffentlich. Wir brauchen noch einen leckeren Fisch zum Abendbrot. Oder auch nicht. Ich nehme auch nur ganz kleinen Hering. Okay, wir kriegen etwas. Zup. Und wieder ein Chip. Wirklich an bestimmten Stellen in diesem Tal wachsen bestimmte. Gibt es bestimmte Fischlis? Müssen wir doch mal herausfinden, wo hier welcher Fisch zu Hause ist. Zack, und noch einer. Ein Bream. Sehr schön. Also hier gibt es schon mal Schupp und Bream. Ich muss nachher mal gucken, was das für Fische sind. Ich weiß es nämlich gerade absolut nicht. Ich habe gerade noch Glück gehabt. Schupp und Bream. Und dann müssen wir mal schauen. Ach, dammit, wo wir den restlichen Kram kriegen. Krabben und so. Yay, Seaweed! Das würde ich schon immer gewünscht mir habe. Weil ich gelernt bei Yoda zu sprechen. Das war jetzt ein bisschen dumm. So. Komm schon. Gib mir noch einen Fisch. Einer geht noch, komm. Einer noch. Na, komm schon. Ein kleiner. Jawohl. Ups. Auf den Fisch achten. Ich krieg einen nervösen Finger, sobald sie sich bewegen. Ganz ehrlich, ich krieg einen nervösen Finger. Da werde ich hibbelig. Und dann nee, geht alles schief und Panik und way. Und ihr wisst das. Ich kenn das. So. Oh, ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt im Sommer mehr anpflanze, muss ich eigentlich nochmal mir eine Vogelscheuche bauen, ne? Eigentlich, weil ich glaube, eine wird da nicht unbedingt reichen. Aber das müssen wir dann jetzt dann mal gucken, wenn es soweit ist.
So, bringen wir das jetzt erstmal noch weg. Hier, Kopper, sehr schön. So, packen wir das nochmal wieder rüber. Das schmeißen wir jetzt alles noch in die Versandbox. Und dann begrüßen wir den Sommer, würde ich sagen, ne? Dann sagen wir Welcome Summer, Bye Bye Spring, Welcome Summer. Nicht wahr, Katze? Katze lässt sich ja vor mir hin und her schubsen. Okay, nochmal ein bisschen Geld gemacht, nicht viel. 560 durch Müll. Und da haben wir den ersten Tag des Sommers. Wow, Summertime! Pack die Badehosen aus! It's going to be a beautiful sunny day tomorrow! Yay! Welcome! Summer is here along with a whole slew of new crops to plant. Take hops for example. The vines take a while to grow, but once they're in nature. Yeah, geil! It's summer! So viel Sommer, dass ich jetzt hier erstmal wieder aufräumen muss. Kriegt man direkt gute Laune bei der Musik. Yippie! Bei der Katze geht's auch gut, sie liegt weiterhin voll rum. So, jetzt räumen wir erstmal ein bisschen auf. Weil vor 9 Uhr können wir eh nicht in den Markt. Ja, ein bisschen Kleinfieber sammeln. Huch! Warum auch immer ich jetzt schon wieder das andere drin. Gesagt, dass ich gerne vorher hier ein paar Runcraften würde. So, 40 Stück, ich denke, das reicht. Weil ich damit jetzt wirklich das Feld abstecken will. Mal schauen. Das halt aber auch so machen. Doofe Katze noch durchkommt. Zack. Voller Elan. Ich bleib. Also ich mache jetzt mal so eine Grenze, dass man das jetzt im Endeffekt für mich jetzt gleich geht, die Felder. Ich will auf jeden Fall gucken, dass ich es so weit gebaut bekomme. Schauen wir mal. So. Das sieht sehr gut aus. Machen wir hier mal kurz einen Break. So. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, gebe ich zu, aber das erklärt sich, glaube ich, gleich von alleine. Hoffe ich. So, ach, alles gleich viel bunter, farbenfroher, schöner hier. Alles lebt, alles blüht, alles macht Party. Summer is in the town. Sommer, das bedeutet eigentlich, genau, das Summer Crops Bundle. Wir brauchen a tomato, hot pepper, blueberry und melon. Melon Seed haben wir sogar. Das ist sehr gut, Melon Seed haben wir. Melon Seed, Sunny Pantry, Craft Room haben wir jetzt auch Sommer. Wir brauchen Spicy Berry, eine Crepe oder eine Sweet Pea. Okay, nice, 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 nice. Ich bin so excited. Ich drehe ein bisschen durch. Luau und Dance of the Moonlight Jellies. Okay, oh, es haben viele Leute diesen Monat Geburtstag. Was ist die Aufgabe? Das ist nicht die Aufgabe. I'd like to put a copper bar of my shell. Please deliver some today, guess. Ah, Copperbar, ja, das kann ich sogar machen. Kann ich dir gleich bringen? Das ist Gas, oder? Nee, wer ist denn Gas? Wer ist denn Gustav? Gus. Doch, ist er hier. Toll, ich kenne Copperbar bei. Hallo! So, Melon Seed, 12 Days. Wir haben Melon Seed. Tomato Seed, take 11 Days to Nature. Okay, davon kaufen wir 5. Blueberry Seed, take 13. Oh Gott, 13 Tage, davon taken wir auch 5. Pepper Seed, 5 Days. Und. Da brauchen wir auch 5 von.
Weed Seed, das braucht 4 Tage. 1, 2, 3, 4, 5. So, kaufen wir 50 Stück von Radieschen. 6 Tage, da machen wir auch mal 20 von. Poppy Seed. Das ist ein Hopstarter. Plant Hops. Haben wir auch 5. Corn. 40 Days. 150. Boah. Auch 5. Pleiter. Alright, wir haben zu tun. Du kriegst deinen Koffer gleich noch. Ich hole das schnell. Und gehen wir kurz den Koffer ab. Und dann pflanzen wir, und zwar diesmal systematisch. Was allerdings wirklich bedeutet, dass wir noch weitere Vogelscheuchen braucht werden. Das bedeutet, wir müssen gleich definitiv noch Fieber sammeln gehen. Weil ohne Vogelscheuchen hackt uns da jemand alles kaputt. So, bringen wir die kacke Kopper noch ein bisschen weg. So, das muss ich gleich noch, ich sag, machen. Naja, das passt schon. Okay, und zwar werde ich gleich die einzelnen Sachen, die nachwachsen, die jetzt nicht an der Stange wachsen, werde ich zusammenpacken. Also die wirklich nachwachsend sind. Und die Einzelzieher sind, kommen halt alle auf ein Feld, weil es einfach viel einfacher ist. Dankeschön, gib mir mein Geld. Gib mir mein Geld. Weil es so einfacher ist. Ich kann mal Geschenke verteilen. That's very kind of you, like this. So, guck mal, Abigail. Abigail kommt auch gerade sehr praktisch. Ich mag nämlich Amethysten sehr gerne. It's serious, you love this, you're the best, the road. Yeah, that's the best. Okay, man muss den Leuten wirklich 10 Geschenke gegeben haben, bevor es weitergeht. Also 10 Geschenke und dann geht's halt weiter, das heißt, es dauert ewig. Bist du da halt wirklich, jetzt aber, schon wieder nur 1 von 10? Hä? Ich verstehe das Konzept nicht. Ach, pff. Jetzt bin ich bei doof. Ich verstehe es gerade nicht. Ich dachte jetzt so, wenn du den 10 Geschenke gibst pro Tag, pro Tag vor allem, also 10 Geschenke insgesamt, dass dann dieses Level steigt, aber scheinbar habe ich mich da gerade komplett verhauen. Mit. Und das funktioniert so gar nicht. I don't know, ich beschenke die einfach weiter, bis sie nicht mehr können und dann soll ich mich anders. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt fangen wir an. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar kommen jetzt hier erstmal die Bohnen hin, weil das sind tatsächlich wenig Gerste, aber das sind halt solche hier. Und gerade jetzt ist es sehr praktisch, dass ich 3 Felder auf einmal gießen kann, weil wie man sieht, man kann hier einfach komplett nicht durchrennen. Das funktioniert nicht. So, 1, 2, oh, das wächst auch noch. Aber das ist halt so eine Seed. das wächst nach. Das wächst nach. Und die Tomaten wachsen nach. Okay, muss jetzt mal gucken, wie sich's verhält. 2, 3. Ja, 4, 5. Schicken. Die sind auch so. Jetzt noch die Blueberries. Sehr schön. Kann man direkt mal gießen. Und natürlich kommt da jetzt. Hopsadam. Natürlich kommt da jetzt gleich eine Vogelscheuche hin, die wir schon haben. Sehr schön. Auch guck, das geht gleich viel leichter und braucht bei weitem nicht so viel Energie. Das ist schon mal sehr gut. So, Vogelscheuche. Wollen wir dich da reingeklatscht? Was haben wir hier? Ach, stimmt, die Melon. Die Melon Seed müsst ihr auch noch pflanzen. Die Sternenfrucht auch noch. So, ich hoffe, das reicht.
geht's los. Das wird eine richtig böse Arbeit hier. Das alles zu gießen. Und wie gesagt, ich muss mir da gleich auf jeden Fall noch eine Vogelscheuche basteln. Sogar wahrscheinlich eher zwei, besser gesagt. Deswegen werde ich gleich auch jeweils einen Platz in der Mitte freilassen. Boah, ich wünschte, ich hätte meine Hacke schon auf links. So, meine Spitzhacke muss ich dann jetzt ja auch noch verbessern lassen. Aber jetzt werden wir erstmal noch den Rest des Tages damit beschäftigt sein, hier zu hacken. Miau, miau. Es tut mir ja leid, dass ich keine Zeit für dich habe. Und dann müssten wir halt noch Fibro suchen. So. Ich will mal gucken. Balance Seed machen wir mal hier oben hin. So. Dann noch daneben eine Sternfrucht. So, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo ich den. Wie mache ich den hier in die Mitte? Zack, 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 zack. Zack. Machen wir das so, dann kommt die Vogelscheuche da hin. Ich hoffe, sie passt dann dahin. So. Jetzt haben wir noch das Ganze hier. Also drei Reihen hatte ich gemacht. Also im Endeffekt. Und dann auf der vierten eins. Ah, das war jetzt zu viel. Na egal. Kommt so ein bisschen weiter oberhalb hin. Wie wir das hinkriegen, heißt das. Eieieiei. So viel Saat habe ich gekauft. So, das heißt, wir lassen die Ecke da frei. Das passt gar nicht alles. Kann ich noch ein bisschen Saat wegpacken wieder? Das passt gar nicht alles. So, und jetzt heißt es gießen. Geil, und wir haben schon 5 Uhr. Ich muss noch 2 Vogelscheuchen basteln. Mindestens. Ach, ich hab kein Wasser mehr. Mach ich ja nicht für eine Vogelscheuche nochmal. Okay, nur 20 Fieber, das heißt 40 Fieber. 11 habe ich. Weil 20 fehlen. Ich mal schauen. Ich hoffe, das reicht hier, dass die mir da nicht rumhacken. So. Ja, ein bisschen. Nein, ein bisschen. Also das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und ich hoffe einfach, dass es ein paar Tage gibt, wo es einfach regnet. Weil das wird heftig. So. Wenn ich das dann halt jeden Tag machen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt habe ich da gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Genau das meine ich nämlich. Wenn ich das jeden Tag machen muss, dann endet das nämlich so. Boah, das war jetzt richtig knapp, wenn ich das jetzt nicht noch gelesen hätte. Holy shit. Oh. Ich habe ein bisschen zu viel gepflanzt. Naja, ich krieg das schon hin. Irgendwie. Deswegen hoffe ich halt mal, dass es ein paar Tage regnet. Ordentlich schön schüttet. Ach, dammit. Dass mir so eine Scheiße nicht passiert. Dass auch nochmal unnötig Energie halt einfach kostet. So. Geschafft. So. Jetzt gehen wir kurz runter. Oder wir gucken mal hier gerade, ob wir hier das zusammenkriegen. Ich glaube nicht. So viel Unkraut habe ich hier nämlich nicht mehr liegen eigentlich. Okay, wir gehen mal kurz runter in den Wald. Ich glaube, da habe ich jetzt mehr Glück, das noch zu bekommen. Als wenn ich mich jetzt hier durch... arbeite. Ist das so falsch? Ich muss hier rum. Also ich jetzt hier durcharbeite und dann lasse ich Jahre warte, bis ich das Zeug zusammen habe. Ein ziemlich krasser erster Sommertag, würde ich sagen. Wenn wir jetzt noch die beiden Vogelscheuchen hinbekommen, ich hoffe, ich habe so viel Copper. Wäre das schon nice. Wenn nicht, muss ich erstmal eine machen. Und hoffen, dass dann nicht zu viele kommen. Mir da alles kaputt phrasen. So, hier liegt genug rum. Hier kriege ich das relativ schnell zusammen. Sehr schön. So. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig am Ende.
sehr schön. 51 reicht schon. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir das Copper haben. Oh, ein Glühwürmchen. Oh, wie schön. It's so glowy. It's glows in the dark. Wer hätte das gedacht? Das heißt ja auch Glühwürmchen. So, ich meine, es wird viel Arbeit werden, das zu gießen. Und ich hoffe wirklich, dass es den einen oder anderen Tag halt einfach regnet. Auch wenn es uns wahrscheinlich dann das Holzpanel kaputt reißen wird. Also hier den Kram. Aber das muss halt einfach sein. So. 39. Ich hoffe, das reicht. Meine Stimme geht gerade ein bisschen flöten. Toll. Ach, ich brauche gar keinen... Ich brauche das hier. Eins, zwei. Sehr schön. Sehr schön. So, zwei Vogelscheuchen bitte noch platzieren. Eins. Zwei. Wunderbar. Und damit geht der erste Tag des Sommers zu Ende. Und wir können pennen gehen. Wir haben absolut nichts gemacht. So, und wie es dann weitergeht, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Dann prügeln wir uns richtig durch den Sommer. Bis dahin, immer schön farmig bleiben. Der war schlecht und ich gehe jetzt. Tschüss.